Krieg in der Ukraine, Krieg in Nahost und schwerster Hurrikan in den USA. Die letzten Amtswochen haben es in sich für US-Präsident Joe Biden und sie geben Europa einen Vorgeschmack auf mehr Eigenverantwortung. Der geplante feierliche Staatsbesuch des US-Präsidenten in Deutschland samt großer Ukraine-Konferenz abgesagt bzw. verschoben. Immer deutlicher wird America first, auch bei den Demokraten. Was bedeutet das eigentlich für die Europäer, insbesondere und gerade auch mit Blick auf den dritten Kriegswinter in der Ukraine? Wie viel Schutz vor Putin garantiert der Westen noch? Wir fragen heute, Kriege, Krisen, Katastrophen, verabschieden sich die USA von Europa? Ein sehr herzliches Willkommen zu Auf den Punkt. Ich freue mich sehr, Ihnen meine Gäste heute vorzustellen. Ulrike Herrmann, Wirtschaftsjournalistin. Sie schreibt für die Taz, publiziert Bücher und sitzt gerade an einem Text über die Ökonomie von Kriegen. So viel immerhin dürfen wir schon verraten. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen auch Dominik Teuxdorf. Sie forschen als Associate Fellow der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zur US-Politik, den transatlantischen Beziehungen und auch zur deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Herzlich willkommen. Und zugeschaltet aus Bonn ist mein Kollege Roman Goncharenko aus der russischen Redaktion der DW. Du berichtest regelmäßig aus der Ukraine und schaust jetzt in diesen Zeiten natürlich auch, was sich in den USA gerade tut und entwickelt. Willkommen. Also, wir haben folgende Lage. Es ist ein Hurrikan dazwischen gekommen, Sturm in Florida statt Staatsbesuch in Deutschland, Amerika retten also statt Abschied vom alten Europa. Dominik Teuxdorf, der US-Präsident wollte ja eigentlich so ein großes Abschiedsfest. Das hat er jetzt gecancelt. Hatte er eine Wahl? Nein, ich glaube, er hatte keine Wahl, weil in diesem Moment muss natürlich ein amerikanischer Präsident im Land sein. Das ist eine Katastrophe. Es wird erwartet, dass der Präsident da ist. Kamala Harris muss natürlich auch da sein, weil sie natürlich vielleicht bald die Präsidentschaft übernehmen. Also sie möchte die Präsidentschaft übernehmen. Das heißt, in dem Moment Bilder, wo Biden nach Europa reist, wären natürlich für den Wahlkampf, da hätte nur Trump von profitiert, weil es dann natürlich bei den Republikanern wieder gehießen hätte. Naja, Biden ist Europa und die Ukraine wichtiger als die amerikanische Bevölkerung. Aber für uns, Ulrike Herrmann, in Europa ist das jetzt schon so eine Art Vorgeschmack auf das, was kommt, oder? Also ich denke ja, Rammstein ist nicht aufgehoben, sondern nur verschoben. Ich denke, dass, das ist die Ukraine-Konferenz, Entschuldigung, genau, die Ukraine-Konferenz. Und ich glaube, dass Biden Abschied von Europa nehmen wird. Also er wird noch mal kommen. Ich glaube auch, dass jetzt eine große Abschiedstour durch Europa für den Wahlkampf sowieso gar keine Rolle gespielt hätte. Also das kann er auch nach dem 5. November, also nach der US-Wahl noch machen. Und das wird er ganz bestimmt machen. Und für die Ukraine hat das jetzt erstmal auch keine Auswirkungen. Also natürlich wäre das auch für Zelensky schön gewesen. Nochmal weltweite Bilder, ganz geeintes Europa plus Präsident. Alle unterstützen die Ukraine. Diese Bilder sind immer wertvoll. Aber das Finanzielle, also das, was ja für die Ukraine wirklich wichtig ist, die Unterstützung, das wird man ja trotzdem beschließen. Da will ich gleich mal nachfragen bei Roman Goncharenko, ob das wirklich so einfach abgehakt ist. Denn das wäre ja ein Treffen gewesen in Rammstein mit dem US-Präsidenten. Das letzte Mal als US-Präsident vermutlich und mit allen, mit einer großen Symbolkraft. Wie ist das? Wie wird das diskutiert in der Ukraine? Also jetzt ist es so, dass Zelensky zwar den französischen Präsidenten einzeln trifft in Paris und den Bundeskanzler und den Bundespräsidenten einzeln trifft in Berlin, aber eben nicht diese große Runde, nicht dieses große Signal, whatever it takes, Europa ist da. Ist das ein Dämpfer? Natürlich ist es ein Dämpfer, vor allem, weil es für die Ukraine sehr eilig ist. Also Präsident Zelensky hat jetzt vor kurzem seinen Friedensplan bzw. Siegesplan, wie er das nennt, Präsident Biden in Amerika bei der UN-Generalversammlung im September vorgestellt. Danach hieß es, da wird noch ein bisschen nachjustiert und die Details sollten in Rammstein dann erläutert bzw. beschlossen werden. Also man erwartet schon viel mehr als normalerweise bei diesen Treffen da rauskommt, wo Verteidigungsminister daran teilnehmen. Also diesmal wäre das erste Mal, dass das auf der Regierungsebene stattfinden wird. Und ich bin mir sicher, das wird nachgeholt. Aber wie gesagt, die Ukraine braucht die Entscheidungen sehr, sehr eilig. Denn Teil dieses Planes von Zelensky sieht Verstärkung der militärischen Hilfe. Und die braucht die Ukraine dringend. Denn Russland besetzt immer weitere Gebiete im Osten. Kann es sein, Dominik Teuxdorf, dass das auch am Ende Biden gar nicht so unrecht ist, wenn es jetzt nicht vor den Wahlen noch
was Größeres zu entscheiden gibt auf großer Bühne, sondern vielleicht dann hinter den Kulissen, weil das mit der Ukraine jetzt auch ihm ein bisschen zu heiß wird? Wie schätzen Sie das ein? Ja, also ich glaube, wie gesagt, er hatte keine Wahl jetzt in dem Moment. Ne? Und das ist schon mal die Tatsache. Aber natürlich, was Sie jetzt sagen, es ging natürlich im Vorfeld dieses Rammstein-Treffens auch immer um die Frage der weitreichenden Waffensysteme für die Ukraine, also diese Attackams, Storm Shadows und so weiter. Und die Frage hat Biden ja noch nicht endgültig beantwortet. Und möglicherweise ist ihm das auch ganz recht, jetzt das nicht vor den Wahlen noch zu machen, weil es dann natürlich auch für Trump. Trump könnte das natürlich ausnutzen, indem er sagen würde, naja, guck mal, die beiden Regierungen eskaliert den Krieg weiter. Wir sind ganz kurz davor vom Dritten Weltkrieg. Und deshalb hat vielleicht auch Biden, kommt das jetzt vielleicht auch ganz gelegen, dass man diese Entscheidung jetzt nicht noch unbedingt vor den Wahlen trifft. Es gäbe ja tatsächlich auch die Möglichkeit, Ulrike Herrmann, dass die Europäer sagen, gut, die USA sind da Gastgeber, aber wir machen trotzdem so ein großes gemeinsames Treffen. Warum warten wir immer auf diese Ordnungsmacht? Naja, das hat zwei Gründe. Das eine ist, die USA sind der größte Geldgeber für die Ukraine immer noch. Also Deutschland ist dann der zweitgrößte Geldgeber. Und das andere ist, die USA ist der nukleare Schutzschirm für Europa. Also das wurde ja eben schon angedeutet. Also ich glaube zwar überhaupt gar nicht, dass Putin jetzt vorhat, seine Atombomben einzusetzen. Aber man weiß ja nie, nicht? Und wenn man immer im Verbund mit den USA agiert, das war ja auch für Kanzler Scholz immer zentral, dann ist immer das Signal ja auch die Schutzmacht, die atomare Schutzmacht steht dahinter. Und das möchte man, glaube ich, auf gar keinen Fall riskieren. Außerdem muss man sagen, wenn man jetzt sich alleine treffen würde ohne Biden, also ich weiß nicht, ob das nicht auch wie eine Desavouierung gewesen wäre. Also ist ja klar, Biden will diesen großen Abschied und dann kann er nicht. Und dann sagen die Europäer, ist uns doch egal, wir treffen uns schon mal ohne Biden. Also ich weiß nicht, ob das diplomatisch wirklich gut angekommen wäre. Aber haben wir schon den Eindruck in der Runde oder haben Sie den, dass es auch so ein bisschen so ist, dass die USA zurzeit auch überforderter sind als in anderen Phasen? Also unser Titel ist ja nicht umsonst Kriege, Krisen, Katastrophen. Ja, also ich glaube schon, dass es gerade eine Lage ist, die natürlich schwierig ist für eine Regierung. Man hat natürlich eine Naturkatastrophe, man hat insgesamt ein gespaltenes Land, also zumindest die Politik ist sehr gespalten, das sind die Grundvoraussetzungen. Und man hat neben der Ukraine jetzt natürlich noch den ganzen Nahen Osten, wo man natürlich immer eine Angst vor einer Eskalation eines Krieges zwischen Israel und dem Iran hat. Das heißt, es sind mehrere Krisen auf einmal. Und natürlich hat man jetzt viele Dinge gleichzeitig, die man irgendwie managen muss. Und natürlich kann man da auch schnell überfordert sein. Ich glaube, man ist das bisher nicht. Aber natürlich sind einfach zu viele Dinge, die gerade gleichzeitig passieren. Angetreten war Biden ja mit dem Versprechen, America is back. Also das war beim Amtsantritt vor 4 Jahren. Zurück auf der Weltbühne wollte er signalisieren, nach den Jahren unter Donald Trump, der ja stärker isolationistisch unterwegs gewesen ist. Aber was hat Biden jetzt eigentlich daraus gemacht? Wie sieht die außenpolitische Bilanz des US-Präsidenten aus? Ein kurzer Versuch. Ein überstürzter und schlecht gemanagter Rückzug aus Afghanistan stand am Anfang von Bidens Außenpolitik. Jetzt sind die Taliban an der Macht und die USA haben ihren Einfluss in der Region verloren. Auch der Nahe Osten bleibt ein Pulverfass. Joe Biden ist es im Laufe seiner Amtszeit nicht gelungen, einen nachhaltigen Frieden in der Region voranzubringen. Die Top-Priorität seiner letzten Monate im Amt wird laut seinem Sicherheitsstab deshalb sein, wenigstens einen Waffenstillstand zwischen den Konfliktparteien Israel sowie Hamas und Hisbollah zustande zu bringen. Als größten außenpolitischen Erfolg seiner Amtszeit sehen Beobachter dagegen Bidens Bemühungen für eine Koalition zur Unterstützung der Ukraine. Joe Biden gilt als letzter transatlantisch orientierter US-Präsident. Seine potenziellen Nachfolger werden ihren Schwerpunkt vermutlich eher in den Pazifik und auf den neuen Hauptrivalen China legen. Sind die USA künftig noch ein verlässlicher Partner Deutschlands und Europas? Die Frage ist ja überlebenswichtig für Kiew, für die Ukraine, Roman Gontscharenko. Wie ist die Einschätzung? Ja, man hat schon steigende Anspannung, sagen wir mal so, vor der US-Wahl. Denn man hat gesehen, dass man diese Garantie bzw.
Zusicherung von Biden, das war die Formulierung as long as it takes, also so lange wie nötig, dass diese Unterstützung nicht ganz wörtlich zu nehmen ist. Wir erinnern uns, Anfang des Jahres gab es diese fast sechsmonatige Blockade im Kongress von Teilen der Republikaner von einem Milliardenpaket, Hilfspaket für die Ukraine. Und das Ergebnis war, dass die Ukraine dann am Anfang des Jahres immer mehr Gebiete verloren hat und immer noch diesen Mangel spürt, also die Folgen dieser Zeit. Das heißt, Biden hat dann auch die Formulierung gebraucht später, as long as we can, also solange wir können. Und das registriert man natürlich in Kiew. Und man sollte bedenken, nach der US-Wahl, also auch sollte Kamala Harris Präsidentin werden und im Großen die Unterstützung der Ukraine weiter fortführen, sie wäre immer noch auf den Kongress angewiesen. Und da werden die Republikaner kaum ihre Macht abgeben. Also leichte Verschiebungen sind möglich, aber sie können immer noch blockieren, denke ich. Und deshalb ist es, guckt die Ukraine schon auf die USA mit sehr, sehr großen Bauchschmerzen. Aber andererseits, man hofft dann auf die Europäer. Und das ist auch das Thema unseres Gesprächs, so wie ich das sehe. Denn sollte Trump Präsident werden und die Unterstützung der Ukraine einfrieren oder zurückfahren, käme Deutschland eine deutlich größere Bedeutung, eine größere Rolle zu. Und ob Olaf Scholz als Kanzler oder Deutschlands insgesamt darauf vorbereitet sind, das ist umstritten, auch in der Ukraine, auch in der Europäischen Union. Dann gebe ich den Ball mal direkt weiter. Würden Sie sagen, dass die USA noch ein verlässlicher Partner sein werden? Also man weiß es nicht, wer die Wahl gewinnt, aber ich glaube, dass die USA dann doch verlässlicher sein werden, als man denkt. Weil das, was in ihrem Einspieler gesagt wurde, ja, die Ukraine, die stört nur, man will sich nach China orientieren, ist ja in dieser Form zwar vielleicht richtig, aber dann doch falsch, weil wie die Ukraine ausgeht, wird sehr stark entscheiden, was die Chinesen in Taiwan machen. Also ist völlig klar, Xi Jinping, der Chef, Parteichef und Staatspräsident in China, will Taiwan angreifen. Das hat er auch selber mehrfach gesagt. So, und das Einzige, was ihn da eigentlich abhalten kann, sind die USA. Wenn jetzt die USA aber in der Ukraine Russland durchkommen lassen, dann ist ja für Xi Jinping klar, ich muss nur lang genug Taiwan bombardieren, dann ist irgendwann die amerikanische Öffentlichkeit genervt von dem Krieg und dann habe ich mich durchgesetzt. So, das heißt, wenn die Amerikaner langfristig Bedeutung in der Welt haben wollen, dann müssen sie dafür sorgen, dass Putin an der Ukraine nicht durchkommt. Wenn sie die Ukraine fallen lassen, dann können die Amerikaner eigentlich global aufgeben. Und ich glaube, das ist eigentlich jedem klar, außer vielleicht Donald Trump. So, und deswegen denke ich, dass nach der Wahl sich dann doch das militärische Establishment, das ja diese Einschätzung hat, auch die vernünftigen Republikaner und so, die werden sich dann hoffentlich doch durchsetzen. Teilen Sie die Einschätzung? Also ich glaube im Grundsätzlichen schon. Und ich finde, genau das Argument hat sich ja dann im April gezeigt, als der Kongress sich ja dann doch auf die neuen Hilfen entschieden hat. Weil das Argument war dann das, was dann plötzlich auch Mike Johnson, der Sprecher des Repräsentantenhauses, vorgebracht hat, dass es ja quasi in der Ukraine nicht nur um Europa geht, sondern eben auch um China, um Iran, Nordkorea und so weiter. Das ist natürlich ein Argument, mit dem man vielleicht am Ende Donald Trump überzeugen kann. Aber das ist natürlich reicht ja auch nicht Millionen von Amerikanern, die das Gefühl haben, unsere Politiker sind in der Weltgeschichte unterwegs. Aber bei uns kommt das nicht an. Ja, ich glaube, man muss diese Balance muss man immer weiter beachten im amerikanischen Kontext. Also es gibt auf jeden Fall einen starken Widerwillen, sich irgendwo international wieder in einer Krisensituation festzufahren. Ne? Also man redet immer über Afghanistan, Irak, diese Erfahrungen sind noch im Gedächtnis und das will man auf keinen Fall. Und das hat ja auch Biden in seiner Politik die ganze Zeit versucht. Also keine amerikanischen Bodentruppen in der Ukraine. Und am Ende ist ja auch das finanzielle Engagement der Amerikaner im Vergleich zu allen anderen Einsätzen, die man in der Vergangenheit gefahren hat, auch relativ gering. Also ich glaube, klar, als amerikanischer Politiker muss man diese Balance immer führen. Also dass man auf keinen Fall irgendwie da reingerät, dass man sich da zu lange festfährt in der Ukraine. Aber die Unterstützung kann man ja trotzdem fortführen.
Naja, es gab ja so einen ganz pfiffigen Wahlkampfbesuch mal von Kamala Harris in Pennsylvania. Ein Swing State? Ich glaube, Zelensky war auch dabei. Ich weiß gar nicht mehr genau, wer da eigentlich zu Besuch war in dieser Fabrik. Aber es ist natürlich eine Waffenfabrik, die nur davon lebt, in Pennsylvania, dass man Waffen in die Ukraine schickt. Also es ist ja so, wenn die USA Geld an die Ukraine geben, dann kommt ja dieses ganze Geld in den USA wieder an, in der Form, dass davon amerikanische Waffen gekauft werden. Und ich glaube, wenn man das so framet, steigt auch wieder die Zustimmung in den USA für solche Auslandseinsätze. Vielleicht werden Sie bald Beraterin in Washington. Zelensky dabei, diesem Besuch. Und dieser Besuch bei dieser Waffenfabrik in Pennsylvania hat fast eine diplomatische Krise zwischen Kiew und Washington ausgelöst. Denn der Sprecher des Repräsentantenhauses, Mike Johnson, der hat dann gefordert, dass Zelensky sofort noch einmal die ukrainische Botschafterin entlässt, weil bei diesem Besuch keine republikanischen Vertreter eingeladen waren. Okay, Pennsylvania wird von Demokraten regiert. Die haben den Besuch vielleicht mitorganisiert, aber auf jeden Fall hat die ukrainische Delegation, auch Zelensky, denke ich, eine Schrecksekunde gehabt während seines Besuchs, dass so ein hochrangiger Politiker wie Johnson dann so hart gegen die ukrainische Diplomatie vorgeht. Und das war ein Vorgeschmack auf das, was kommen könnte, sollte Trump Präsident werden. Ja, was bedeutet Bidens Abschied? Also auch zwischenmenschlich. Ich würde mir gerne das nochmal klar machen können. Er war immer einer, der den Kalten Krieg selber gekannt hat, der sich selber positioniert hat, der damals auch schon Politik gemacht hat und der zu der Ukraine auch schon unter Obama als Vizepräsident ein Verhältnis hatte, was er öffentlich auch gepflegt hat. Und gut, dann gab es noch Familiengeschichten. Aber er hat immer sich als Unterstützer dargestellt. Was bedeutet es, wenn dieser Mann speziell jetzt geht? Es ist zum Bild von oder Verhältnis von Biden zur Ukraine gehört auf jeden Fall sehr viel Dankbarkeit auf der ukrainischen Seite für das, was er gemacht hat. Er hat mehr gemacht, als manche erwartet haben. Andererseits hat er auch sehr vorsichtig agiert. Und man merkt auch eine gewisse Müdigkeit in der Ukraine von dieser Biden-Politik, die immer gewisse rote Linien, vielleicht teilweise selbst ausgedacht, einhält und sie sehr, sehr langsam überschreitet. Und die Ukraine zahlt dann einen sehr hohen, sehr blutigen Preis dafür, in dem sehr viele Menschen sterben, Gebiete verloren gehen. Denn Russland droht ja von Anfang an mit Nuklearwaffen und diese Drohungen wirken. Sie wirken vielleicht nicht so, wie Moskau sich das gewünscht hat. Also wir spüren diese Enttäuschung auch in Äußerungen von Präsident Putin. Er hat zuletzt sehr, sehr offen gedroht, sollte dann tatsächlich diese Erlaubnis kommen, mit westlichen Waffen Ziele tief im russischen Inland zu treffen, dass das dann eine neue Qualität darstellen würde. NATO-Länder wären dann Teil des Krieges. Das hat er zum ersten Mal so offen gesagt, 2,5 Jahre nach der großen Invasion. Also Biden achtet schon sehr darauf. Die Ukraine versucht auch durch diese Offensive in Kursk seit August zu zeigen, es gäbe diese roten Linien nicht. Aber Biden ist da anderer Meinung. Und deshalb, wie gesagt, ist man in der Ukraine zusammenfassend, bilanzierend sehr, sehr dankbar. Ohne Biden und seine Entscheidungen hätte vielleicht auch Europa nicht so sehr geholfen. Aber andererseits wächst auch eine gewisse Frustration mit dieser Zurückhaltung in Washington. Und Herr Roman Gonczarenko hat das vorhin schon gesagt, da sind auch Erwartungen gegenüber Deutschland jetzt da. Das Verhältnis zwischen Olaf Scholz und Joe Biden, Sie haben das auch schon angedeutet, war ja immer das fast so ein bisschen väterlicher Freund. Also er geht voran, er trifft diese aus der Tiefe der Geschichte geformten Entscheidungen. Und Olaf Scholz geht dann auch so weit, macht mit oder lässt sich bewegen bei Waffenlieferungen an die Ukraine. Aber selbst mit Blick auf Nahen Osten auch. Wie schätzen Sie das jetzt ein? Olaf Scholz ohne Joe Biden? Was Olaf Scholz auf gar keinen Fall will, und zwar gar nicht, ist, dass Deutschland jetzt irgendwie eine Führungsposition in Europa hat, die sichtbar wird nach außen, also sprich für die Russen. Das heißt, wenn jetzt die USA ausfallen sollte, womit ich ja gar nicht wirklich rechne, wäre das Szenario nicht, dass dann Deutschland irgendwie USA spielt. Das geht nicht, weil wir auch gar keine Atomwaffen haben. Sondern was dann kommen müsste, und das wäre ja auch vernünftig, ist, dass man europäische Allianzen schmiedet. Also am besten wäre, die ganze EU würde einsteigen und man würde über die EU auch Schulden aufnehmen, also gar nicht Deutschland irgendwelche Schulden, dann drehen ja hier alle durch, sondern man schiebt das auf die EU-Ebene, macht also Eurobonds oder EU-Bonds, was sowieso vernünftig wäre.
Jetzt kann es natürlich sein, dass die ganze EU nicht mitmacht, weil da gibt es dann noch Orbán und dann gibt es vielleicht auch die Spanier, die sagen ja, die Ukraine ist ja ganz weit weg, was sollen wir denn da jetzt? Also weiß man nicht, es könnte schwierig werden. Auch in Deutschland wollen das nicht alle. Ja, genau, aber auch deswegen muss man es ja auf die EU-Ebene schieben. Eine Alternative wäre, dass man dann so eine Art Koalition der Willigen macht. Also das werden ja dann alle Osteuropäer. Polen, die Balken, Finnland, Schweden, Norwegen, es können auch NATO-Länder mitmachen, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, dass die dann gemeinsam irgendwie anfangen, Kredite aufzunehmen und die Ukraine zu unterstützen. Aber ich glaube, das wäre dann der Weg, dass man europäische Bündnisse schmiedet, damit keiner in Sicht ist, so ungefähr. Ne? Mhm. Und für Putin einfach zu attackieren. Mhm. 99 Milliarden Euro umgerechnet, wenn ich das richtig gelesen habe, sind schon aus den USA geflossen in die Ukraine in verschiedensten Formen, laut dem Institut für Weltwirtschaft in Kiel. Ist das überhaupt zu ersetzen? Das ist für die USA ganz im Ernst. Ach so, wenn die jetzt wegfallen. Ja, das ist zu ersetzen. Also, weil Europa ist ökonomisch eigentlich genauso stark wie die USA. Europa kann sich mühelos verschulden und 99 Milliarden Euro aufnehmen. Das ist überhaupt kein Problem. Nur mal, damit man sieht, wie die Vergleichszahlen sind. Also in der Corona-Krise hat allein Deutschland 500 Milliarden Euro in seine Wirtschaft gepumpt, um hier die Krise wieder zu beleben. Das heißt, also das ist ganz wichtig. Ja? Der Ukraine-Krieg scheitert nicht am Geld, sondern der scheitert an politischem Willen. Aber da würde ich gerne drauf eingehen. Roman Gontscharenko hole ich auch gern dazu. Denn da gibt es ja bei vielen Themen, wir haben darüber gesprochen, die Verlässlichkeit. Jetzt den Eindruck, vielleicht sind die USA nicht so verlässlich. Ulrike Herrmann sagt, doch, das werden sie sein. Sie können dazu auch gleich noch was sagen. Aber die Europäer selbst sind ja auch nicht mehr die Partner, die sie mal waren. Und speziell Deutschland, Roman, das würde ich gerne noch mal eingeordnet wissen. Also zum Beispiel, wenn es dann darum geht, so ein Zeichen der über beiden hinausweisenden Partnerschaft zu sagen, wir schrecken mit ab, wir zeigen Putin, dass ihr geschützt seid, indem wir eben US-Mittelstreckenraketen auf deutschem Boden stationieren. Vorübergehend zumindest. Das ist ja was, was ein Teil der deutschen Bevölkerung zum Beispiel überhaupt nicht will. Ist Deutschland am Ende der nicht mehr verlässliche Partner? Ja, das ist eine gute Frage. Vielleicht eine kurze Vorbemerkung zu dem, was gerade gesagt wurde, zum Thema Finanzierung. Man darf nicht vergessen, es wird jetzt immer mehr darauf ankommen, dass auch russische Gelder zur Finanzierung der Ukraine herangezogen werden. Also erst vor kurzem gab es einen neuen Beschluss dazu. Das heißt, zumindest die Zinserträge, die werden auf jeden Fall dahin fließen und zumindest einen Teil der westlichen Hilfe ersetzen. Das heißt, auch wenn Ungarn das noch blockieren will. Ich glaube, man findet schon eine Lösung. Vielleicht wird man sehr vorsichtig agieren, aber auf jeden Fall, wir sprechen von Milliarden, die da jetzt kommen werden. Und jetzt zurück zu Ihrer Frage. Ich glaube, diese Verlässlichkeit Europas und vor allem Deutschlands, die hat schon früher Kratzer bekommen. Aber jetzt insbesondere nach den jüngsten Wahlen in Ostdeutschland, in Brandenburg, Sachsen, Thüringen, aber auch davor bei der Europawahl. Nächstes Jahr steht die Bundestagswahl an und wir sehen, dass es Parteien gibt, die immer stärker werden. Die AfD, Alternative für Deutschland und Bündnis Sahra Wagenknecht, die beide eigentlich eine Aufhebung der Sanktionen gegen Russland fordern. Beide ein Stopp von Waffenlieferung an die Ukraine. Die unterscheiden sich natürlich, aber in diesen zwei Punkten sind sie gleich. Und die Parteien, die jetzt an der Macht sind, die Regierungskoalition von Olaf Scholz, die kann das nicht mehr ignorieren. Wir sehen dass die ostdeutschen Ministerpräsidenten jetzt vor kurzem für mehr Diplomatie geworben haben. Das ist eben die Forderung von diesen Parteien, auch AfD und Bündnis Sahra Wagenknecht, eine neue Partei. Und ich glaube, wie in Kiew, in der Ukraine, beobachtet man das schon mit wachsender Sorge, was da tatsächlich passiert, ob das irgendeinen Einfluss auf die Politik von Olaf Scholz haben wird. Wir haben gesehen, Olaf Scholz hat seit der Europawahl versucht, mit dem Wort Frieden Wahlen zu gewinnen, hat bis jetzt nicht so gut geklappt, aber ich glaube, vielleicht wird er das verstärken. Auf jeden Fall hat er das auch im Wahlkampf jetzt vor kurzem in Ostdeutschland noch mal wiederholt. Ja, aber ich meine, da ist ja Putin echt ein verlässlicher Partner. Putin hat ja jetzt ein Telefonat mit Scholz auch abgelehnt, nach dem Motto, da gibt es nichts zu besprechen. Also das stimmt, ein Drittel der Bevölkerung, also die Wähler von AfD und BSW, aber das sind ja maximal ein Drittel, sehen die Waffenlieferungen und Ähnliches skeptisch.
Aber militärisch sozusagen ist die Einschätzung ganz klar. Es ist einfach so, der billigste Weg, das ist auch rein ökonomisch, der billigste Weg für uns ist, Putin in der Ukraine zu stoppen. Angenommen, Putin setzt sich da durch, dann hat ja Putin das Erlebnis, Krieg lohnt sich, also für ihn rein machttechnisch im Inneren Russlands. Und dann würde er einen neuen Krieg anfangen. Das heißt, wenn wir das zulassen, dass Putin Erfolg hat in der Ukraine, dann müssen wir enorm in die Abschreckung investieren. Das wird richtig teuer. Das Billigste, also das ist das, was ich gar nicht verstehe. Ja, und sind da die USA noch an der Seite? Also ist das, wir sprachen ja schon darum, dass eben die Ukraine auch so wie so ein Bollwerk mit vor dem Hintergrund Chinas zu sehen ist. Aber sind die USA dabei? Also ist jetzt zum Beispiel so ein Angebot zu einer Stationierung, wie weit geht das? Ist das noch eine gemeinsame Abschreckung, die da gedacht wird? Also in diesem Fall schon. Also diese Entscheidung neben dem NATO-Gipfel, die Biden quasi mit Scholz entschieden hat, ich glaube schon, das zeigt auch wieder die Verlässlichkeit der USA, die man natürlich signalisieren möchte. Das war ein ganz wichtiges Signal, auch über Trump hinaus. Aber ich werde auch noch mal zu dem Punkt, den Sie gesagt haben, mit dem 100 Milliarden, oder wo auch immer die Summe liegt. Ich meine, das müsste uns das auch wert sein. Es geht ja nun mal auch um unsere eigene Sicherheit in Europa, dass man natürlich zur Not auch so einen Betrag selber zahlen würde. Und fährt nochmal zu dem Punkt, den Sie gesagt haben, Biden und Scholz immer sehr in Tandem. Ich glaube, das hat auch in Europa für viel Irritation gesorgt, ne? Weil natürlich genügend Staaten, auch Briten, natürlich die ganzen baltischen Staaten, die nordischen Staaten und so weiter, immer wieder sehen, ah ja, Biden und Scholz überlegen sich schon mal was und wir müssen dann nachziehen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch gar nicht so ein schlechter Entwicklung, wenn sich das ein bisschen aufbröckeln würde, indem man einfach, und Deutschland muss da nicht alleine Führung übernehmen, ich glaube, da teile ich Ihre Einschätzung, dass Scholz das nicht möchte, aber man kann es ja in Tandem mit anderen Staaten in Europa machen, die Briten, die Polen und so weiter, die Franzosen, man muss es ja nicht ganz alleine machen. Dann schauen wir vielleicht mal in die Ukraine auf die Lage und analysieren dann noch so ein bisschen, was wären Szenarien und lässt Amerika Europa da alleine oder eher nicht? Es läuft aktuell nicht gut für die Ukraine. Die Entlastungsoffensive in der russischen Provinz Kursk ist zum Stillstand gekommen. Dafür rückt Russland weiter an Frontabschnitten in der Donbass-Region vor. Mit der Einnahme der Stadt Wuhleda durch die russische Armee verlor die Ukraine zuletzt einen strategisch wichtigen Knotenpunkt. Hier liefen wichtige Versorgungslinien für die ukrainische Armee zusammen. Der ukrainische Präsident Selenskyj drängt deshalb verstärkt auf die Erlaubnis, die russische Armee mit weitreichenden westlichen Waffensystemen tief im Hinterland angreifen zu dürfen. Doch Militäranalysten bezweifeln, dass dies eine nachhaltige Wende im Krieg bringen könnte. Zu groß ist die russische Überlegenheit an Material und Soldaten und zu gering die westliche Unterstützung für die Ukraine, um Russland zu Verhandlungen zu zwingen. Auch Selenskyjs sogenannter Siegesplan stößt in den USA bisher auf wenig Gegenliebe. Haben die USA einen Plan zur Rettung der bedrängten Ukraine? Dominik Teugsdorf, wie würden Sie sagen, was für einen Plan gibt es auf Seite der Demokraten und vielleicht auch auf Seite der Republikaner? Ja, ich glaube, auf Seiten der Demokraten ist es nicht ganz klar. Also man ist, glaube ich, bereit, die Ukraine weiter zu unterstützen, aber ist natürlich auch offen gegenüber Verhandlungen. Natürlich, es müssen nur die richtigen Konditionen da sein. Und da hängt natürlich wieder alles an Putin. Ja, also im Moment gibt es überhaupt gar keine Basis für Verhandlungen. Und ich glaube, das sehen die Demokraten auch. Diese Frage der Verhandlungen ist natürlich unter Trump viel aktueller, weil er das natürlich immer wieder sagt. Er kann den Krieg innerhalb von 24 Stunden lösen. Also ich könnte mir schon vorstellen, dass er Verhandlungen initiieren würde. Es gibt ja auch schon ein paar Überlegungen, wie das wieder stattfinden könnten, indem man quasi die Ukraine dazu drängt, an den Verhandlungen teilzunehmen, weil man ansonsten die Unterstützung ausfallen lässt und Russland muss daran teilnehmen, weil man ansonsten die Ukraine noch mehr unterstützt. Nur ich frage mich, zu welchem Resultat das führen kann. Es kann natürlich auch sein, dass Trump das natürlich am Anfang initiiert und dann relativ bald merkt, oh, ich komme hier aber auch nicht weiter. Das Wichtige wäre, glaube ich, in der Phase, wenn es tatsächlich dazu kommen würde, dass wir Europäer in der Phase ganz klar sagen, wir stehen an der Seite der Ukraine, egal was da kommt. Also wir stehen auf der Seite der Ukraine, auch zur Not ohne die USA. Naja, das Problem ist ja, bei jeder Verhandlung, dass man aus der Erfahrung der Vergangenheit weiß,
dass sich Putin an Verträge nicht hält. Sie spielen also jetzt zum Beispiel an die, auf die Minsk-Abkommen. Ja, Minsk, aber auch NATO-Russland-Akte. Da gibt es, also ich weiß gar nicht, wie viele Verträge der gebrochen hat, völkerrechtliche Verträge, in dem Moment, als er die Ukraine angegriffen hat. Das heißt, ein neuer Vertrag ist völlig wertlos, weil man ja weiß, dass Putin sich an Verträge nicht hält. Also für Putin gibt es nur den Recht des Stärkeren. Das heißt, wenn man jetzt da irgendeinen Friedensschluss mit der Ukraine vereinbart, als Trump-Regierung, dann muss eine Bedingung sein, dass man gleichzeitig die Ukraine aufrüstet bis zum Abwinken. Das heißt, diese Idee, die ja so Sarah Wagenknecht und auch die AfD haben, dann hat man Frieden in der Ukraine und dann wird das ganz billig. Nein, das wird richtig teuer. So, und das ist das heißt, das eigentliche Problem ist nicht die Verhandlungen, sind auch nicht die Gebiete. Das eigentliche Problem ist, wie verhindert man, dass Putin nochmal kommt? Aber sind wir wirklich an dem Punkt? Denn ich zitiere jetzt mal den ukrainischen Präsidenten Roman Goncharenko. Er sagt, dass die Lage auf dem Schlachtfeld die Gelegenheit schaffe, Schritte zu unternehmen, um den Krieg im Jahr 2025 zu beenden. Wie ist das zu verstehen? Ja, im Grunde genommen ist dieser Siegesplan von Selenskyj, nochmal, das ist seine Bezeichnung, die Details sind immer noch geheim, aber er öffnet immer mehr und hat zum Beispiel vor kurzem gesagt, dass der erste Punkt bedeutet eine schnellere Aufnahme in die NATO. Und da ist Biden und vielleicht auch Scholz, das ist die große Frage, ob sie bereit sind, diesen Schritt zu gehen. Und man hat gehofft, dass in Ramstein Klarheit darüber herrscht. Auf jeden Fall ist die Botschaft von Selenskyj sein Plan im Kern. Das bedeutet, die Ukraine sei noch nicht bereit, jetzt mit Putin zu verhandeln. Die Ukraine ist jetzt in einer schwächeren Position und der Westen soll sie bitte noch mal deutlich unterstützen militärisch. Dann, nach Erfolgen auf dem Schlachtfeld, könnte die Ukraine verhandeln. Das heißt, die Botschaft an den Westen ist, gibt uns mehr Waffen, hört auf, uns irgendwelche Fesseln anzulegen. Und dann sind wir bereit, mit Moskau zu verhandeln. Jetzt aber noch nicht. Und das ist die große Frage, wie das gelöst wird. Zum Thema Plan kurz. Die USA haben einen Plan. Die Biden-Administration hat jetzt Anfang September diesen Plan dem Kongress vorgelegt. Das war auch Teil der Bedingung von diesen Hilfen, die im April bewilligt wurden, von diesen 61 Milliarden Dollar. Und die Bedingung war, dass Biden zeigt, wo geht es hin mit der Ukraine? Was sind die konkreten Ziele? Wie schätzt Washington die Lage ein? Und dieser Plan ist leider geheim. Wir wissen nicht, was da drin steht. Deshalb versucht die Ukraine jetzt auch unter anderem durch die einigen Initiative zu zeigen, was Kiew möchte. Was ist sozusagen Endgame aus Kiewer Sicht? Und das ist immer noch im Nebel. Es sickern ein paar Details durch. Aber die große Frage, welche Garantien, Sicherheitsgarantien der Westen bereit ist, der Ukraine zu geben, damit sie eventuell auch Zugeständnisse an Moskau macht. Keine Abtretungen von Gebieten, aber zumindest Einfrieren der Frontlinie. Wie kann man sicherstellen, dass die Ukraine dann nicht wieder überfallen wird? Das ist eben die ganz große Frage und die steht immer noch im Raum. Und die Antwort lautet aus meiner Sicht nur eine verstärkte, beschleunigte NATO-Mitgliedschaft oder Bewaffnung der Ukraine so sehr, zum Beispiel mit bis zu F-35 Kampfflugzeugen. Es ist eine große Frage, ob die NATO-Länder bereit sind, das zu machen. Ist das realistisch? Also ich glaube, diese Frage der NATO-Mitgliedschaft wurde ja bisher immer so ein bisschen aufgeschoben. Ne? Also ich glaube, unter Trump kann man sich das nicht vorstellen. Und es ist ja auch eher eine langfristige Frage, die jetzt vielleicht im Moment gar nicht, sagen wir mal, aus Washingtons Sicht wirklich so die relevante Frage ist, auch wenn es da natürlich viele Befürworter gibt. Aber ich teile die Einschätzung, dass es natürlich am Ende bei dieser Strategie, die Biden auch quasi die Regierung da vorlegen musste, dass es natürlich erstmal darum geht, die Ukraine so in so eine starke Position zu bringen, dass sie in einer guten Verhandlungslage ist, wenn es denn tatsächlich zu Verhandlungen kommt. Und das ist natürlich sehr starke militärische Unterstützung, um auch quasi künftigen russischen Angriffen, wenn man tatsächlich nochmal sowas, Friedensresultat hat oder einen Waffenstillstand hat, dass man sich dann auch künftig gegenüber einem russischen Angriff verteidigen könnte, ja? Weil es eben genau die Gefahr besteht. Man hat vielleicht irgendeine Art Verhandlungsresultat, aber man weiß ja überhaupt gar nicht, ob sich Putin daran tatsächlich richten wird. Aber diese Waffenlieferungen, die zielen ja jetzt, das hat Roman Goncharenko am Anfang gesagt, auch darauf, dass die Ukraine sich wünscht, dass sie weitreichende westliche Waffensysteme bekommt, mit denen sie dann auch
Russland weiter im Landesinnern angreifen darf. Hat das irgendeine Form von Erfolgsaussicht im europäisch-amerikanischen Umfeld? Das weiß man nicht. Also es gab ja schon diese Diskussion von Keir Starmer, dem britischen Premierminister, und Biden genau zu dieser Frage, ob man das zulassen soll, ja oder nein. Ich glaube, man wird es irgendwann zulassen. Aber der Punkt ist ja, das kam ja auch in dem Einspieler vor, nur zuzulassen, dass diese Raketen jetzt auch auf das russische Territorium fliegen dürfen, um da meinetwegen Munitionsdepots oder Ähnliches zu zerstören, wird nicht reichen. Sondern was die Ukraine auch braucht, sind wirklich Waffen, Waffen, Waffen. Also die brauchen vor allen Dingen Munition, die brauchen Raketen und sie brauchen Luftabwehr. Bei der Luftabwehr brauchen sie eigentlich alles. Luftabwehr für Panzer, Luftabwehr für die Städte, Luftabwehr in jeder Dimension. Und was der Westen grundsätzlich falsch macht, immer noch, ist, dass man denkt, dass dieser Krieg in der Ukraine irgendwie demnächst zu Ende geht. Weswegen man auch gar keine Kapazitäten aufbaut, um die notwendige Munition oder die notwendige Luftabwehr oder so zu produzieren. Ja, es ist ja wirklich immer noch so, wenn ein Patriot-System in die Ukraine geht, dann fehlt das hier im Westen. Und irgendwann müsste man aber verstehen, okay, wir haben mit Russland einen wirklichen Feind. Und jetzt können wir hier mal anfangen, Patriot-Systeme in Masse zu produzieren. Und diesen Schritt zu sagen, okay, wir haben ja eine langfristige Konfliktlage, auch mit China, und jetzt fangen wir an, hier entsprechend aufzurüsten, das fehlt komplett. Und dann wird immer gesagt, ja, wir haben die Waffen auch nicht, wir können die nicht liefern. Ja, so wird natürlich nie ein Krieg gewonnen. Ich wüsste jetzt gerne, um das noch mal ein bisschen so zu weiten. Wir haben jetzt über die Ukraine geredet, es ist einiges noch geheim. Wir wissen also nicht genau, ob die USA befürworten werden, dass es dann doch irgendwie so eine NATO-Mitgliedschaft in Aussicht gestellt wird. Möglicherweise, das sind ja auch noch immer Gerüchte, die es auch schon gab, Roman Goncharenko, möglicherweise NATO-Mitgliedschaft nur für einen Teil der Ukraine. Also das ist alles sowas wie eine Verhandlungsmasse. Wenn wir das Bild jetzt aber noch mal weiten, denn unsere Frage war ja auch, verabschieden sich die USA von Europa? Dann geht es ja um eine militärische Dimension, aber auch um eine politisch-systemische Dimension. Und da geht es ja zum Beispiel darum, dass man bisher gedacht hat, das ist eben die Systemdemokratie, die halten zusammen und so weiter. Und das ist jetzt sowohl in Europa ausgehöhlt, als aber auch in Gesten, die Russland macht, die China macht. Viele Länder des globalen Südens positionieren sich irgendwo in der Mitte und wollen sich nicht sortieren lassen. Wie ist das einzuschätzen? Ist das in der Zukunft für die USA noch so einfach, sich da als so eine Form von Ordnungsmacht irgendwo zu positionieren? Ja, ich glaube, es wird schwieriger, ne? Weil man natürlich, man sieht China, man weiß, dass man irgendwann diesen Schwenk zu China auch einschlagen muss. Das wird ja schon seit Jahren eigentlich diskutiert, aber kein Präsident hat es tatsächlich so gemacht. Wenn, dann hat Biden sogar am meisten da noch quasi in diese Richtung getan. Aber ich glaube, ich meine, wir reden hier viel darüber, dass Biden der letzte transatlantische Präsident und so weiter ist. Viel, dass er quasi Nostalgie mit Europa und so weiter hat. Ich weiß nicht, ob das am Ende wirklich die entscheidende Frage ist. Ich will da jetzt nicht zu optimistisch wirken, aber ich meine, es sind auch strategische Interessen, die man an Europa hat. Ich glaube, Sie hatten das am Anfang mal gesagt, ne? Man hat die amerikanische Machtstellung in der Welt, basiert eben auch darauf, dass man starke Partner hat, dass man starke Partnerschaften hat. Und NATO ist davon einer. Wir sind nicht die Einzigen, aber wir sind ein Teil des amerikanischen Puzzles in der Welt. Und solange wir als verlässlicher Partner sind, und da geht es dann wieder an Verteidigungsetat, eigene Beiträge zur NATO und so weiter, kann man, glaube ich, die Amerikaner davon überzeugen, dass Europa eben weiterhin wichtig ist, weil es einfach strategisch für die Amerikaner wichtig ist. Es geht eben nicht nur um die Ukraine dabei, sondern einfach auch darum, dass man ein System aufrechterhalten möchte, das einem natürlich auch bestimmte Macht sichert. Und natürlich, die Beziehungen zu Europa sind natürlich viel vielfältiger als nur diese Frage der Ukraine und NATO, sondern natürlich die Handelsbeziehungen. Ja. Wir sind ein ganz wichtiger Handelspartner, der wichtigste Handelspartner quasi am Ende der Amerikaner. Und für Europa ist es ja genauso. Also diese ganzen Dimensionen darf man da in der ganzen Diskussion nicht ganz vergessen. Was haben Sie da? Haben Sie da auch noch so einen Einblick, Ulrike Herrmann, wie Sie da die Entwicklung sehen, worauf die USA setzen sollte?
Jetzt, wenn es um Europa geht? Ja, einfach in dem ganzen Kontext von Autoritarismus, Souveränisten. Das ist völlig richtig, dass Europa und die USA verbindet zum Beispiel auch, das ist total entscheidend, dass es sich um Demokratien handelt. Also die Demokratien sind ja eine Minderheit weltweit. Und gleichzeitig können sich Demokratien aber gegenseitig vertrauen, weil es gibt viele Kriege, aber es gibt keine Kriege von Demokratien gegeneinander. Und diese kulturellen Ähnlichkeiten spielen natürlich am Ende auch eine immense Rolle. Dann würde ich gerne... Darf ich ganz kurz eine Bemerkung dazu machen noch? Ich glaube, es wird auch unter anderem darauf ankommen, ob es Europäer schaffen, noch mehr in die eigene Verteidigung zu investieren. Das stimmt, was schon seit Jahren die USA fordern. Das passiert aber viel zu langsam aus der Sicht Washingtons. Und last but not least, es wird auch viel darauf ankommen, aus meiner Sicht, ob in Europa vielleicht eventuell mit der Zeit auch US-kritische und russlandfreundlichere Kräfte an die Macht kommen. Die gibt es ja, die werden immer stärker, noch sind sie in der Opposition, aber sie erstarken, wie gesagt. Und das beobachtet man auch in Amerika. Was hätte das für eine Folge, wenn Europa dann so dasteht? Also wenn es in Europa starke Länder gäbe, die dann US-skeptischer werden, ich glaube, das wird nicht die Bereitschaft Washingtons steigern, jetzt hier in die Verteidigung zu investieren. Momentan haben wir immer noch Pläne, ab 2026 in Deutschland Langstreckenraketen zu stationieren. Vielleicht macht Plan diese Pläne dann wieder rückgängig, das wissen wir nicht. Aber auf jeden Fall hat er schon mal, als er an der Macht war, US-Truppen aus Deutschland abzuziehen angeordnet. Das hat dann Biden wieder revidiert. Aber dieses Spiel hat gezeigt, nichts ist stabil. Sachen, die jahrzehntelang galten, gelten nicht mehr. Ja, das stimmt. Aber es ist natürlich, das ist alles richtig. Aber diese Konfliktlage ist ja wirklich komplett unübersichtlich. Zum Beispiel Frau Meloni, ja, ist ja rechts. Eine Minute, italienische Regierungschefin. Ja, kurz. Rechts außen. Ja. Was ist? Sie ist bester Buddy mit Elon Musk, der wahrscheinlich in der Trump-Regierung sitzt. Also die ganz große Gefahr aus meiner Sicht ist, dass die Trump-Regierung russlandfreundlich ist. Sie haben das Schlusswort. Verabschieden sich die USA von Europa? Ich hoffe es einfach nicht. Ne? Also unter Trump muss man einfach wirklich aufpassen. Man ist unter Bedrängnis. Aber ich glaube, man kann auch irgendwie, wenn man an sich selber arbeitet, als verlässlicher Partner den USA was bieten. Vielen herzlichen Dank fürs Diskutieren. Ihnen allen, Ihnen fürs Zuschauen. Machen Sie es gut. Schreiben Sie uns auf YouTube und wir sehen uns bei Auf den Punkt.